Yay, es geht weiter. So, zur Erinnerung, letzte Folge. Ach, das wisst ihr doch noch. Ihr guckt ihr doch eher am Stück. Oder ihr macht es wie ich und guckt einfach die letzten 2 Minuten der letzten Folge nochmal. Ah, da geht's noch raus. Ich dachte, das wäre nur eine Wegbiegung. Aha. Das sieht aber schon ein bisschen moderner aus, sage ich mal. Da ist ein Gulli. Ah, wir sind hier in der Kanalisation von Venedig. Dieser Tunnel führt ins Tunnelsystem von eben. Ja, lass mir auf der Ebene bleiben. Wird schon schief gehen. Oh, hängt das? Oh oh. Ach nein. Das hat irgendwie gerade länger gebraucht zum Laden als gedacht. Ein Sarg. Ein Gitter, das uns den Weg versperrt. Ja, öffne doch mal das Gitter. Vielleicht hält etwas an. Ja, vielleicht auch nicht. Ist ja lustig. Nicht unbedingt der hellste der Mann. Was? Was hat er gesagt? Junge! Benutze Haken mit Gitter. Das klappt so nicht. Mit der Peitsche wird das wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Was ist das denn? Nee, keine Ahnung. Nix. Das Gitter. Alles Stein einfach. Schau dir mal den Sarg an. Kann ich mal sehen, auf die Entfernung kommt er ja noch. Kann er doch. Nicht? Nö. Mir scheint, in dem Raum kann man gerade auch nichts tun. Vielleicht kann man von oben nochmal da irgendwie rein. Siehst nichts Besonderes. Drücke den Gullideckel zur Seite. Sehr schön, und jetzt geh raus. Jetzt bin ich gespannt. Es lädt. Das kenne ich doch. Mann, Katze, alte Dame, Fresssack. Die Bibliothek müsste jetzt irgendwo rechts sein. Eine Frau, ein Mann. Geht's da noch weiter? Ja, natürlich geht's da weiter. Wenn jetzt nicht rein ist, Restaurant. Verliebter, Verliebte, der Fresssack. Reden kann man mit denen nicht. Einfach mal anschauen. Entweder verliebt oder betrunken vom schlechten Wein. Was ist was Seltsames im Wein? Oh, 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 oh. Sehr schlechter Jahrgang 1924. Na dann, was? Nein, 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 nein. Sei heldenhaft und nimm ihn die schlechte Weinflasche einfach weg. Nur zu, es war ein scheußlicher Wein. Hey. Oha. Was haben wir denn hier noch? Ein Fresssack. Seine Tischmanieren sind scheußlich, aber sein Appetit phänomenal. Kann ich ihm die Weinflasche geben? Nein. Die alte Dame. Eine nette alte Italienerin. Mit der man nicht reden kann. Warum eine Katze, wenn man einen Hund haben kann? Gute Frage. Seine Augen sind auf das Mädchen gerichtet. Ich glaube, er meint nicht die alte Dame, sondern die Verliebte hier. Vielleicht ist es ja ihr Vater oder ihr heimlicher Verehrer oder so. Interessant. Sie sieht gelangweilt aus. Und er kann sich nicht entscheiden. Lasagne oder Tortellini? Was war da? Mann, Frau. Nimm die Frau. Nimm den hier. Wenn sie mich stören. Gib dem Mann. Nein, gib die Weinflasche mal dem Mann.
Klappt nicht. Der alten Dame? Nein. Der Katze? Nein. Den da? Nein. Das klappt nicht. Okay. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder zurück in die Kanalisation und weiter versuchen, irgendwie das Wasser abzustöpseln. Das Wasser rausfließen zu lassen. Oder... Na, vielleicht ist hier ja noch was anderes außer der Bibliothek. Hier ist auf jeden Fall ein Brunnen. Ein wundervolles Beispiel. Was auch immer. Voller Wasser. Mit der Weinflasche kann er die Fackel von der Wand nehmen, denke ich. Aber erstmal, nimm Wasser, nimm Brunnen. Ja, das geht nicht. Benutze die Weinflasche mit Brunnen. Nun ist die Weinflasche voll Wasser. Sehr schön. Das habe ich mir so gedacht. Ich würde gerne... Kann man hier rüber gehen? Na? Nein. Dann in die Bibliothek nochmal von der Seite reingehen. Sie ist abgeschlossen. Na! Das ist aber ein sehr schlechter Plot-Device. Damit man nicht mehr von dieser Seite in die Bibliothek reingeht. Aber gut. Wie gesagt, das Spiel ist schon etwas älter, insofern verzeiht es das dem Spiel einfach mal. So, genau, wir haben jetzt eine Weinflasche voller Wasser. Da war das Gitter, das den Weg versperrt. Da geht's wahrscheinlich erstmal nicht weiter. Er wird jetzt wohl nicht mit der Weinflasche das Becken irgendwie leer schaufeln müssen, oder? Das glaube ich jetzt nicht, da müssen wir ständig hin und her laufen. Ich tippe darauf, dass man mit dem Wasser in der Weinflasche die Fackel aus der Halterung rauslösen kann. Die Wegfindung ist auch nicht gerade die beste. Egal. Erstmal die Fackel probieren. Die Platte ist auch noch interessant. Vielleicht kann man eins von das Bild irgendwie als Hebel nehmen, um die rauszuhebeln. Probier ich gleich mal aus. Aber zunächst die Fackel. Vielleicht wird dann das hier ein bisschen heller. So, benutze Weinflasche mit Fackel. Das ist natürlich ein bisschen blöd, sie nass zu machen, um sie wegzukriegen. Das hat den Schlamm gelöst. Weil dann ist sie ja nass und brennt nicht mehr. Ah! Verstehe. Es geht gar nicht um die Fackel. Es geht um das, was die Fackel öffnet. Ah, vielleicht ist drüben bei der anderen Platte ja auch noch ein geheimer Schalter oder so. Hoppla, die Weinflasche ist zerbrochen. Ja. Single-Use-Item. Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier hinten. Aber nachher den Holzstöpsel von unten hier. Ah, ich glaube, hier ist die Platte oben drüber. Hm? Oder kommen wir vielleicht zum Sarg? Na, zu dieser Platte. Nein! Wie kommen wir jetzt runter? Warum hast du sie wieder draufgelegt? Ich weiß jetzt, wie wir runterkommen. Benutze Bild. Platte, Bild. Das funktioniert nicht. Okay. Dann eben auf die altmodische Art und Weise an der Fackel ziehen. Ist die Ladezeit normal? Das kommt mir gerade ein bisschen lange vor. Könnte natürlich am Labyrinth liegen.
ziehe an der Fackel. Und falle runter. Yippie! Immerhin, der Hut kommt mit. Der ist also nicht verloren. So. Mal kurz da rein. Das ist der erste Raum. Den würde ich jetzt gerne mal erforschen. Hat er noch einen anderen Ausgang? Hier ist nichts mehr, da ist nichts, da geht's da raus und da ist die Leiter. Hier scheint, hier ist nichts mehr. Nein. Also ab, weiter geht's. Das ist einfach nur der Weg nach oben. Ich meine, irgendwie muss man ja wieder rauskommen. Oh, und der zweite Raum. Ah, das ist der Holzstöpsel von oben. Da tropft es jetzt schön runter. Da drüben geht's weiter. Ein Holzstöpsel. Kannst du den, ja, zieh den doch mal. Ja, wobei ziehen wird nicht funktionieren. Das Wasser drückt ja schon dagegen. Aber du kannst doch bestimmt dagegen drücken. Mit dem Haken oder so. Das von alleine kommt da nicht drauf. Benutze den Haken mit Holzstöpsel. Ja. Und jetzt nimmst du die Peitsche. Nicht übel, Herr Jones, nicht übel. Und jetzt gehst du... Nein, jetzt habe ich den Weg versperrt. Och, nö. Hä, ich war zuerst rübergegangen. Was war oben? Oben war das Wasser und der Holzstöpsel. Und auf der anderen Seite des Wassers ging es nochmal ein bisschen weiter. Die Frage ist jetzt nur, geht's hier unten noch weiter? Moment, das war der Anfang. Da kommen wir her. Und hier geht's nicht weiter. Ist das Wasser denn schon fertig abgeflossen? Ja, ist es. Also, ab nach drüben. Okay, wie kommt er jetzt darüber? Ist die Lücke ein Objekt, das man benutzen kann? Nein. Ach, Menno, ich wäre da gern drüber gegangen. Schade. Wahrscheinlich ist da voll das tolle Secret. Oder die Hälfte des Spiels oder so, keine Ahnung. Ja, wird schon passen. Ich denke, wenn man sich so kaputt machen kann, dann wird da nichts allzu Wichtiges sein. Sondern eher so, ja, vielleicht ein bisschen was, was das Spiel einfacher macht oder was Kleines zum Schmunzeln oder so. Aber nichts Wichtiges. Und einer, ich glaube Zwergesel war es, hat auch geschrieben, dass man das alte Buch zum Beispiel aus der Truhe ja gar nicht unbedingt braucht, um das Spiel durchzuspielen. Also ich denke, das wird nicht das Einzige sein, was man hier in diesem Spiel finden kann, aber nicht unbedingt finden muss, um durchzukommen. Es ärgert mich jetzt einfach nur, dass ich halt das jetzt nicht sehe. Wo war das Wasser? Ich glaube, das war hier unten. Oben ging's zur Kanalisation. Und hier haben wir genau das Wasser. Hier ist eine Sackgasse. Da ist noch eine Sackgasse. Und da ist ein Tunnel. Da ist ein Loch. Kann er durch das Loch nach unten gehen? Oh, ganz schön tief. Mhm. Du hast es gerade von unten gesehen. Ja, die zweite Folge ist auch schon voll, sagt meine Stoppuhr. Und in der nächsten Folge werden wir erfahren, was sich in den Sackgassen verbirgt und wo es weitergeht. In dem Loch, nein, in dem Tunnel. Genau. Bis zum nächsten Mal.